So, herzlich willkommen zu meinem 56. Let's Play. Ich musste eben Skype ausmachen. So. Und zwar, was habe ich bis jetzt alles gemacht? Hier habe ich die 15 Ohren geholt und 15 alte Tiger getötet. Die erste Quest gebe ich hier ab. Und unten habe ich drei abzugeben. Muss ich mal wieder das Flugtier benutzen. Die seht ja auch einen ordentlichen Schlag an den P bekommen. Noch ein paar Schläge in die Fresse, aber gestorben bin ich nicht. In letzter Zeit gibt es so viele Jäger. Unglaublich. Nochmal, was soll ich skillen? So. Was liegt an? Ich flieg jetzt da eben hin. Genießt die Aussicht. Hier dreht gerade ein fetter BMW mit Musik an. LOL. Alter, mach die Musik aus. Oh, und Post haben wir auch. Wahrscheinlich von irgendwas, was nicht abgekauft wurde. Redet mit mir! Oh. Bleibt gut drauf! Ja! Kommt bald wieder! Hier können wir die abgeben bei diesem Gorbolom. Bleib sauber. Zack. Schönen Tag auch. Skillpunkt setzen. Ist ja eigentlich Wayne. Stormwind. Screenshot. Briefkasten. Jetzt lade doch mal schneller, das ist doch nicht so schwer, mein Gott. Und immer noch etwas. Ein paar Seiten habe ich auch schon wieder bekommen. Jetzt geht's darum. Ich habe Tipps bekommen, ich sollte statt das hier erstmal verbessertes zerhäckseln und
die Parierchance weiter skillen. Oh, ich weiß nicht, Parierchance, wohl 6 Parierchance ist gar nicht so wenig. Auf jeden Fall, das hier sollte ich skillen. Hallo. Ja, das möchte ich, für ein Gold. Erstmal auf jeden Fall das hier. Ja, finsterer Stoß auch. Das hier war's. Das nicht. Das hier. Einer fehlt jetzt. Durchhaltevermögen. Das. Und Aggression könnte ich jetzt voll ausgehen. Aber ich brauche das Klingenwirbel. Naja, so sieht das jetzt aus. Statt das hier, das fast voll. Und so. Okay, erstmal die Fähigkeiten wieder alle reinziehen. Beziehungsweise Klingenwirbel nur. Und Lehrer. Hallo? Ihr habt was ausweiten. Wow, ausweiten. Auf dann. Stufe 5. Das hat sich ja völlig gelohnt. Ja, für das neue Skillen auf jeden Fall. Immerhin haben wir jetzt weniger Ablenkzeit mit den beiden hier. Hallo. Haben wir eventuell neue Gifte zu kaufen? Nee. Und Gift? Ja, es ist PvP-Gift, würde ich mal sagen. Auch wenn ich nicht wirklich mir sicher bin. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, weil wenn die Heileffekte verringert werden. Wie hat der denn geskillt? Können wir schnell nachgucken. Der hat keine Dolche und skillt da drauf. Ist ja wirklich sinnvoll. Okay, hatte ich bis eben auch. Will mal nicht so sein. Aber kurzer Abstecher an Maha kann auch nicht schaden. Gehe ich mal eben rein und stelle mein Leder. Oder das bisschen hier, was ich habe. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich weiß. Eins ist so. Machen wir es uns einfach. Einfach mal ein bisschen scannen. Wir können eine Seite verkaufen, aber insgesamt verkaufe ich nur zwei. Es gibt dann so. Jetzt haben wir von jedem eins, so wie es sein soll, und hier 3 Gold, Raptor-Ei, 1 für nochmal 1 Gold, irgendwas, Raptorfleisch, 2 Stück für 3 Gold, dieses schwere Leder, gibt uns 4 Gold und Seidenstoff. Oh, das ist wirklich 22, das ist viel. Tigerfleisch, ist das ein bisschen, ja man, 2. Rohstoff wird keiner kaufen. So. Jetzt dürfen wir die Tage wieder ein bisschen mehr Gold haben. Aber als erstes muss ich zum Kürschlerlehrer und das weiter skillen. Boah, ich liebe Waffen auf dem Rücken. Ich habe total den Fetisch davon. Ich könnte... Oh mein Gott. Guckt es euch an. Wie geil sieht das bitte aus. Meine Lieblingsäxte im Spiel. Wenn ich die mal haben sollte, dann keine Ahnung, was dann. Irgendwas, aber nichts Gutes. Oh,
vor lauter Schwärmerei viel zu weit gelaufen. Frau, wähl uns aus. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Was für ein Jump. 8 Level noch, bis zum schnellen Reiter. Stormend. Wohin jetzt wieder Schlingertal und dann... Reiterquesten. Seid gegrüßt. Oh, Greifenback. Siehe den Ehrenfreund. So. Für die Allianz. Na, ich verabschiede mich schon mal und wir sehen uns, wenn ich angekommen bin. Euer DRP, bis die Tage.